So, also wenn der rote da unten ist, dann musste ich. Da kann ich hier noch auf jeden Fall nochmal Baracken setzen. Ich da schon Gelorgen hingeschickt? Ich weiß es nicht. Werde das schon später merken. So, meine Eisenschmelze ist fertig. Dann kann ich jetzt. Kann ich jetzt. Ich muss hier eben Dammit. kurz. Damit, sagt er. Denn Wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich jetzt die Baracke abgerissen und stattdessen einen Wachturm hingesetzt oder so. Einfach weil du dann die Ausbauen brauch halt nochmal die gleichen, also dieselben Rohstoffe, ne? Und bei Wachturm hast du dann ja. einfach direkt den großen Bereich, hast direkt sechs, anstatt die Zeit über die Baracke zu gehen, so weißt du? Und ich glaube, das müsste wir Ja, hinkriegen, das. zeitlich. So, jetzt baue ich hier eine Schmiede hin. Ja, ich mach's jetzt trotzdem mit dem Ausbauen, okay. Ausbauen und der Wachturm darunter bauen. Gut, gut. Du hast sogar jetzt schon einen direkteren Kontakt zu ihm. Ja, ich habe hier jetzt ja noch so einen riesigen Berg dazwischen. Meine Brauerei wird baut nicht. Wieso baut die denn Ja, nicht? das bei mir auch. Die machen auch nicht so viel. Wobei, okay, das war am Anfang bei mir so. Jetzt ist es auf 100%. Ja, ich meine, nee, die Baustelle baut irgendwie nicht. Ach Keine Ahnung. so, okay. Gold gefunden. Ah, okay, das ist dieser Goldberg hier. Keine Rohstoffe gefunden. Holzfällerhütte. Yay! Dann baue ich jetzt hier nochmal eine Holzfällerhütte. Oder? Nee, die lasse ich weg, weil da unten Bäume sind. Hinterher fällt er die noch ab. Macht doch keinen Sinn. 5 Steinbrüche. Ach, ich baue mal ein Werft. So. Werft. Werft, Werft. Hast du nicht schon eine Werft gebaut? Ich habe einen Hafen gebaut, aber jetzt brauche ich noch Ach ein so. Werft. Ach so, ja, okay, das ist richtig. Ich muss mir erstmal ein Schiff bauen, damit ich den Hafen benutzen kann. Warum wird die Schweinezucht nicht beliefert? Vielleicht kriegt das alles deine Mühle. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Wie seltsam da. Alles voller Kohle, alles voller Nein, Kohle. falsch. Aber prinzipiell läuft bei mir alles. Ich meine, ich mag. Warte, bestimmt habe ich eine bessere Produktivität als du.
Ah, du bist schwarz, ich bin grün. Nee, deine ist besser, tatsächlich. Okay. Sand. Keine Ahnung. Irgendwelche Sachen laufen bei mir nicht. Aber eigentlich ist alles auf 95% bei mir. 50 bis 100 Eier sind. Ah, hier ist ein Holzfäller auf 70. Bester ist nicht schnell genug. Aber das sollte sich eigentlich demnächst ändern. Militärgebäude besetzt. Festung. Da sind jetzt zwei Leute drin. So, Statistik. Na gut, der Wachturm wird auch gebaut. Kriegt auch schon Materialien. Ist es gut. Globale Wirtschaft. Ha, jetzt haben sie gemerkt. Ah, ja, da kommen jetzt ganz viele Leute in meine Festung. Oh, hier noch eine Festung. Daran kann man erkennen, dass die nah am Gegner sind, wenn da viele Leute reingehen. Stimmt. Oh, hier ein Wachturm. Ich könnte die sogar gleich schon ausbessern in der Festung. Also wenn du jetzt, wenn da 9 Leute reingehen, weil eine Goldmünze bringt ja, verbessert ja von jeder Stufe immer ein. Das heißt, wenn du 9 Leute drin hast, dann die erste Münze macht nur einen Schützen zum Gefreiten oder so. Ach so, okay. Zum Obergefreiten. Dann die nächste macht 2, weil ein Gefreiten zum Obergefreiten und ein Obergefreiten zum Unteroffizier. Und die nächste Münze macht dann und so weiter. Und weil du 9 Leute drin hast, kannst du halt die... Das ist in der Festung am besten, ne? Ja, genau. Okay, das ist interessant. Jupp. Pure Calculation, man. Ja, sehr schön. Gold. Hier bestimmt auch Gold. Oder? Keine Ahnung. Jetzt ehrlich, weiß ich nicht. So. Nein, weiß ich nicht. Jetzt ehrlich, weiß ich nicht. Dann, ah, jetzt soll ich wird das hier machen? Ich glaube schon. Ich sollte das machen. Ich mach das hier mal. Was wenn, machst du? Wenn da 9 Leute drin sind, dann weiß der, okay, das sind Gegner. Sollte ich dann vielleicht auch die verbessern. Ja, doch, das ist wahrscheinlich nicht schlecht. So, was wolltest du sagen? Tut mir leid. Ah, nee, ist egal. Nichts weiter. Brauerei, Schmiede läuft auch, das ist gut. Nur noch das Kram in die Schmiede gebracht werden auch. Kohle und das Eisen. Das ist ja nicht umsonst gebaut. Keine Rohstoffe. Oh, warum sind die Kohlebergwerke auf 0%? Kriegen kein Essen? Kann sein, aber meine Eisenbergwerke kriegen. Guck mal in die Verteilung, ob Eisenbergwerke der Rangfolge weiter oben stehen. Ich glaube nämlich ja. Nahrung? Ne, Kohle ist weiter oben. Nee. Ja, das ist ein bisschen komisch. Dann. Keine Ahnung. Hast du zu wenig Kohle oder was? Anscheinend teilweise schon, ja. Dann mach halt das ein bisschen höher. Da, damit die prozentual mehr von dem Essen abkriegen oder so. Keine Ahnung. Deshalb. Ja, vielleicht mehr als das Goldwerk ein bisschen runter. Ja, oder so. Deswegen baue ich halt so wenig Bergwerke, damit die halt immer alle auf 100% sind, damit ich damit rechnen kann, dass die wirklich immer alle arbeiten. Ja. Das ist echt interessant, die Fischer, die bleiben echt ganz schön lange.
Drei Fischerhütten habe ich. Ja, ich glaube, wenn man nicht zu viel davon baut. Ich habe drei Stück. Geht das. Immerhin. Ich baue mal hier noch einer ganz außen hin. Weil das ist ja ein ganz anderer See. Ja, genau. Dann baue ich hier oben noch eine. Auch gerade. Fischerhütte. Baue ich mal einen dahin. Eigentlich der Hafen hinkommt. Hier baue ich jetzt auch nochmal einen Hafen, das ist dann mein dritter. okay, da unten sind schon die Gegner. Dann fängt es jetzt auch an. Festung. Nee, warte, das mach ich anders. Okay, verdammt, wie mach ich das? Tja, jetzt musst du strategisch vorgehen, ne? Naja. Du bist ja noch relativ weit weg, dann bau doch einfach ganz viele Festungen ein. Die werden schon noch zu dir kommen. Einfach so eine Reihe an Festungen. Naja, zwei. Reicht es mal. Ja. Da wird er sich die Zähne dran ausbeißen. Oh, what the fuck? Gestellte Münzen. Ich hab schon 56 okay. Münzen erzeugt. Nur, dass ihr es wisst. Unsere Region ist übrigens prozentual, also die ist genau gleich groß. Wir haben beide 24%, okay. 24% der Karte. Sehr gut. Ah, mein Wachturm ist fertig, das ist gut. Jetzt kommen gerade die Aber Leute. Ich habe 148 Gebäude. Du ja. hast 92. Was? Okay, was hast du denn so viel mehr an Gebäuden? Keine Ahnung. Aber ich sehe das schon, wenn du mal die Übersichtskarte anmachst, dann kannst du mal die grauen Punkte bei dir zählen und bei mir. Ach so, das sind... Nee, warte mal, die grauen Punkte sind aber auch die Gebäude, die nicht fertig sind. Wo ist denn die Übersichtskarte? Aber das sind auch die Gebäude, die nicht fertig sind. Also das ist schwachsinnig. Weil ich glaube nicht, dass in der Statistik die nicht fertigen Gebäude auch aufgezählt werden. Könnte ich mir zumindest nicht vorstellen. Warum baut der an seine Grenze eine Eisenschmelze? Weil dem Computer relativ egal ist, wo die Sachen bauen. Also, ne? Der sieht einfach... Ja. ich sehe gerade, dass er einen Holzfäller baut. Da unten. Ah, ne, und er hat da schon einen stehen, vielleicht ist er schon fertig. Bauen. Ja, dann kann ich aber auch nur mittlere Gebäude bauen, in der Mitte. Baracke. Etwas schade. Naja, egal. Militärisch wird das so woanders entschieden. Oh, aber greift mich anscheinend sogar schon an. Deswegen. Ist alles schlimm. Du bist einfach schon zu nah bei ihm. Aber du hast deinen Wachturm. Aber du. Ja, ich meine, ich sehe meinen Gegner noch nicht. Ich weiß nicht mal, was für Gebäude der hat. Ach so, okay. Ja, ja, stimmt. Ja, bei mir ist halt auch schon in der Mitte, ne? Das ist der Unterschied. Wir werden angegriffen. Aber ich muss hier, glaube ich, mal... Ich baue hier mal eine Wachstube hin. Oder vielleicht doch Wachturm? Ich könnte sogar eine Festung bauen. Ich glaube, ich baue hier mal noch eine Festung, einfach weil ich es kann.